Jetzt am Wort Josef Lettenbichler, Energiesprecher, ÖVP. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es ja mehrfach heute schon gehört, aber ich will es wiederholen. Heute ist ein guter Tag für Österreich, aber vor allem ein guter Tag für die erneuerbaren Energien. Ich bin froh, dass es nach wochenlangen, monatelangen, teilweise sehr intensiven Gesprächen heute zu dieser Beschlussfassung kommt, dass es einen ausgewogenen Kompromiss gibt, und möchte mich auch ausdrücklich dafür bedanken, dass Oppositionsparteien, die in den vergangenen Tagen nicht so intensiv eingebunden wurden aufgrund der ständig laufenden Verhandlungen, die bis gestern in die Nacht gegangen sind und heute mit der Ausformulierung auch eben bis vor eineinhalb Stunden erst einen Abschluss gefunden haben, nicht so eingebunden wurden, und dass die Unterlagen so spät übermittelt wurden, sind eine Folge davon, aber keinerlei Absicht, böse Absicht, und herzlichen Dank dafür, dass hier mitgegangen wird. Ich darf mich bedanken bei meinen Verhandlungspartnern. Eine Zweidrittelmehrheit zu finden ist nicht einfach, vor allem im Energiebereich, weil hier natürlich die unterschiedlichsten Interessen aufeinander stoßen, nicht prallen, sondern stoßen. Aber am Ende sieht man, dass wir alle nicht nur ein Herz, sondern ein großes Herz haben für die erneuerbaren Energien. Und umso dankbarer bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen Christiane Brunner und Wolfgang Katzian für die stets konstruktiven, aber harten Verhandlungen. Ich darf mich auch bedanken beim Minister Mara für seine Unterstützung, seine persönliche Unterstützung, aber auch bei seinen Mitarbeitern, beim Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Namentlich erwähnen möchte ich hier im Kabinett und in der Sektion Sektionschef Losch, Kollegen Enser, aber auch vor allem Kollegen Widetzki. Vergessen will ich aber auch nicht, dass Minister Mitterlehner, Minister AD, dieses Gesetz maßgeblich verhandelt hat, es auf die Reise geschickt hat, in Form einer Regierungsvorlage und die wesentlichen Eckpunkte, wie ich es gesagt habe, ausverhandelt hat. Und ihm sollten wir heute auch einen Applaus dafür spenden, bitte. Die wesentlichen Eckpunkte sind teilweise schon erwähnt worden, werden dann auch im Abänderungsantrag, den die Frau Kollegin Brunner erwähnen wird, werden sie dargestellt. Uns war es wichtig, dass wir ein ausgewogenes Paket schaffen, das gerade in der jetzigen Zeit, und wir wissen, es hat massive Verwerfungen gegeben auf dem Energiemarkt, dass wir hier der Branche helfen, damit wir wichtige Impulse setzen, damit dieser erfolgreiche Weg, den wir in den vergangenen Jahren im Bereich der erneuerbaren Energie eingeschlagen haben, nicht nur beibehalten werden kann, sondern massiv fortgesetzt und ausgebaut werden kann. Ich darf erinnern, dass wir bereits jetzt knapp 80% unseres österreichischen Stroms aus erneuerbarer Energie erzeugen. Und hier gibt es mit diesem Paket, das immerhin ein Gesamtvolumen vom frischen Geld von 836 Millionen Euro beinhaltet, also kein unwesentlicher Betrag. Es handelt sich ja, wie es auch schon erwähnt wurde, um eine kleine Ökostromnovelle. Die große soll ja folgen, wohl in der neuen GB. Aber ich glaube, wir haben hier eine mittelgroße Ökostromnovelle, und wir haben hier Großes geschaffen. Die Beträge wurden schon erwähnt. Wir haben aber auch Verwaltungsvereinfachungen geschaffen, wo wir auch vor allem im Bereich PV eine Investitionsfreudigkeit, glaube ich, auslösen, die uns noch alle überraschen wird. Wir hören das selber aus der Branche, und es gibt hier auch frisches Geld, die wir in die Investitionen, die wir in die Investitionsförderung geben, also nicht in den Nachfolgetarif. Das ist vielleicht schon ein Vorgriff auf die große Ökostromnovelle. Kollege Kasseck hat es ja erwähnt, dass wir hier in Zukunft eher weg wollen von den Nachfolgetarifen, sondern so eine Investmentförderung geben wollen. Uns war auch wichtig, dass wir
im Bereich der KMU. 5 Millionen Umschichten könnten für die Energieeffizienzberatung ausschließlich für KMUs. Das ist natürlich auch ein großes Thema in diesem Triangel, das im Energiebereich immer dargestellt wird. Aber ich glaube, dass dieses Geld, das wir hier investieren, das die Stromkunden zahlen, dass wir das sehr, sehr gut eingesetzt haben, auch im Hinblick auf das Pariser Klimaschutzabkommen und auch den zugegebenermaßen sehr ambitionierten Energieeffizienzzielen der Europäischen Union. Und abschließend will ich sagen, dass Ökologie und Wirtschaft einmal mehr kein Widerspruch darstellt, sondern wir sind Hand in Hand hier gegangen. Und ich freue mich, dass dieses Gesetz im Sinn der Umwelt, im Sinn der erneuerbaren Energie zustande gekommen ist. Mein Kollege Schultes wird auch noch wesentliche Punkte erwähnen, die für ihn sehr wesentlich sind und nicht nur für ihn, sondern für die gesamte ÖVP. Und ich glaube, Sie sehen, die erneuerbare Energie hat einen verlässlichen Partner bei der ÖVP und so wird es auch in Zukunft bleiben. Herzlichen Dank. Josef Lettenbichler war das, Energiesprecher der ÖVP. Geld, das in den Ökostrom investiert werde, unterstütze das Klimaschutzabkommen von Paris, betont er. Die jetzige Novelle bringe außerdem frisches Geld für neue Investitionen.